Die Reise beginnt. Das wird krass. So kennen die Fans ihre Vanessa Mai, energiegeladen und sympathisch. Ihre Tour Regenbogen Live sollte was ganz Besonderes werden, verrät sie den Kollegen von SWR 4. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen, aber so bin ich. Ich challenge mich dann auch immer und fordere mich heraus. Aber wir tanzen ganz viel. Ich habe, das kann ich ja sagen, darf ich sagen? Nein, ich sag's nicht. Wir haben auf jeden Fall mehr Tänzer als letztes Mal. Mehr Kostüme, mehr Tanz, mehr Akrobatik zeigen die Bilder, die wir exklusiv von der Tour haben. Dann der Unfall am Samstag. Sie geht vor dem Konzert in Rostock noch mal alles mit ihrem neuen Tanzpartner durch. Bei einer Hebefigur passiert's. Schmerz. Sie ist kurz bewusstlos. Der Notarzt kommt. Die Redaktion bei SWR 4 geschockt. SWR 4-Moderatorin Susanne Kurz hat Vanessa Mai erst vor kurzem getroffen. Ich glaube, sie hat vielleicht Glück im Unglück, dass sie super trainiert ist und dieser Körper den Unfall vielleicht besser verarbeiten kann als ein untrainierter Körper. Wir sind ja ehrlich gesagt ganz schön erschrocken in der Redaktion und haben auch gedacht, oh je, hoffentlich geht es gut aus. Wir drücken ihr natürlich die Daumen, wünschen ihr alles Gute. Die Nachricht verbreitet sich sofort in den sozialen Medien. Die Fans machen sich Sorgen, wünschen Vanessa nur das Beste. Auch die Menschen in ihrem Heimatort Backnang. Ich bin ganz bestürzt. Und ich wünsche dir natürlich nur das Beste, ohne Schmerzen und dass alles wieder gut wird. Traurig sowas. Man wünscht dir alles Gute. Und hoffentlich bleibt nichts zurück, kein Schade irgendwelcher Art, weil man das sich arg vermisst auf der Bühne. Also ich wünsche ihr an dieser Stelle alles Gute und gute Genesung. Und weiter so wie bisher. Vanessa Mai ist jetzt in einer Spezialklinik. Ihr Mann Andreas Färber ist bei ihr. Er ist der Stiefsohn von Schlager-Ikone Andrea Berg, der Sohn von Fußballmanager Uli Färber. Andreas und Vanessa sind seit 2017 verheiratet. Auch die Familie bangt um Vanessa, aber die macht ihren Fans auf Facebook schon wieder Mut. Ich muss gerade extrem ruhig bleiben und mit Hilfe der Ärzte die Schmerzen in den Griff bekommen. Nach der morgigen Untersuchung weiß ich dann hoffentlich mehr. Von Herzen danke für eure vielen lieben Worte. Eine genaue Diagnose gibt es immer noch nicht. Alle Pressetermine dieser Woche sind abgesagt. Die Konzerte nächste Woche nicht. Vanessa Mai ist eine Kämpferin. Für immer.